Hallo allerseits. Bezüglich Integral, Obersumme und Untersumme. Hier haben wir eine Funktion f und möchten diese integrieren, zum Beispiel von minus 1 bis 2. Dazu geben wir in der Eingabezeile zuerst mal Integral ein, i, n, t, aber nach diesen drei eingegebenen Buchstaben erscheinen sofort 6 Auswahlmöglichkeiten. Ich wähle hier die dritte, klick. Die Funktion, die wir integrieren möchten, heißt klein f, klein f. Jetzt durch die Tabulatortaste gelangen wir auf dieses zweite Feld, Tab. Der Minimalwert vom Intervall ist minus 1, minus 1. Jetzt wieder Tab und der Endwert ist 2. Enter und da ist es auch schon das Integral, das wir berechnen wollten. GeoGebra kann so schnell ein Integral berechnen und zeichnet auch noch die entsprechende Fläche, das Ganze gleichzeitig. Diese kann man formatieren. Man kann zum Beispiel hier die Beschriftung wegnehmen. Nochmal Rechtsklick, Eigenschaften. Hier können wir zum Beispiel die Farbe einstellen, wie wir sie gerne hätten. Oder auch die Darstellung. Man kann zum Beispiel hier die Füllung auswählen. Man kann ein Karo-Muster auswählen. Oder auch die traditionelle Schraffur. Und man kann die Linienstärke einstellen, so wie man möchte. Ich schließe dieses Fenster und jetzt werden wir die Riemannschen Oberrechtecke konstruieren lassen, und zwar 10 an der Zahl. Dazu geben wir hier im Eingabefenster ein Obersumme. Ober, da steht jetzt Oberfläche dreimal und dann steht auch schon Obersumme da. Wir wählen diesen Befehl aus. Die Funktion heißt klein f. Tabulatortaste, Tab, zuerst minus 1, Tab, dann 2 und Anzahl Rechtecke, 10 hatte ich gesagt, 10. Enter und da sind sie auch schon. Wir können das Integral hier schön ausblenden und erkennen hier diese 10 Oberrechtecke von Riemann. Hier kann man zum Beispiel auch nochmal die Beschriftung wegnehmen, so sieht es schöner aus. Der Befehl Untersumme funktioniert genauso. Blenden wir auch diese Oberrechtecke aus und seien wir clever bei der Untersumme. Wir werden einen Schieberegler einbauen, so dass wir die Anzahl Rechtecke verändern können. Also zuerst Schieberegler, nennen wir ihn N, N wie natürliche Zahl. Der Minimalwert ist 1, der Maximalwert ist zum Beispiel 15 und für eine natürliche Zahl muss die Schrittweite selbstverständlich auf 1 eingestellt werden. Okay, und da ist er, unser Schieberegler. Jetzt der Befehl Untersumme. Hier geben wir ein Untersumme. Wir wählen den Befehl aus. Die Funktion ist f. Startwert. Tabulator zuerst. Jetzt Startwert minus 1. Wieder Tabulator. Endwert ist 2. Tabulator. Und als Anzahl Rechtecke geben wir jetzt n ein. Wir bestätigen durch Enter und haben jetzt hier ein Unterrechteck, weil n auf 1 steht. Jetzt variieren wir n. N wird jetzt 2, dann 3. 4, 5 und so weiter. Man kann n sogar animieren. Dazu ist es eigentlich ideal, wenn man in den Eigenschaften vom Kursor das Wiederholen nicht auf Wechseln stellt, sondern auf Zunehmend. Ich schließe dieses Fenster, klicke jetzt rechts auf den Kursor und stelle die Animation ein. GeoGebra ist wirklich große Klasse, oder? Als passende Aufgabe dazu schlage ich vor, die folgende Präsentation vorzubereiten. Es geht um den Lehrsatz zur Existenz einer Stammfunktion. Zuerst brauchen wir eine Funktion klein f,
die stetig ist im offenen Intervall CD. Da ist sie, die Funktion klein f. Sie ist stetig im offenen Intervall CD. Deshalb sind diese zwei Endpunkte rot und hohl gezeichnet worden. Dann brauchen wir noch eine Zahl a in diesem offenen Intervall CD. Und diese Zahl a, die kann ich hier schön einstellen. So soll es vorbereitet werden. Dann brauchen wir diese Funktion groß f, die jeder Zahl x aus dem offenen Intervall CD dieses Integral zuordnet. Also werden wir dieses Integral zuerst einmal zeichnen und anhand dieser Zeichnung kann man den Schülern leicht erklären, dass der Flächeninhalt von dieser braunen Fläche effektiv eine Funktion von x ist, denn wenn wir x variieren, dann variiert dieser Flächeninhalt mit. So hat der Schüler schnell verstanden, dass das hier effektiv eine Funktion von x ist. Es ist schon erstaunlich, dass diese Funktion eine Stammfunktion von klein f ist, von der angegebenen Funktion klein f. Im Beweis von diesem Lehrsatz brauchen wir auch eine Zahl u, die auf der x-Achse festgelegt ist, und solch ein Rechteck. Denn wenn x gegen u strebt, als Grenzwert ist das Integral von u bis x von klein f von x praktisch dasselbe wie der Flächeninhalt von diesem Rechteck. Wieso? Weil die Ecke, die da oben zu viel ist, verschwindend gering wird. Das geht auch von links. Da ist die kleine Ecke eben zu wenig, aber die kleine Ecke, die da zu wenig ist, auch die ist verschwindend gering. Durch solch eine Animation kann man das schön deutlich erklären. Ich wünsche viel Spaß bei dieser Vorbereitung.